Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered im New Game Plus Plus Permadeath. Es geht weiter. Let's go. Vorsichtig. Der, wie gut es aber auch mit diesem Blut aussieht, ne? Also wie realistisch. Meine ich. Mein Iggy. Und dieser Blick, Alter. Ach Gott, hoffentlich kriegen wir das Theater jetzt hin, Digga. Ich hab keine Lust. Ich hab wirklich keine Lust, Digga. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Oh, damn, boy. Ist alles okay, Lev? Ja. Okay. An die Leiter. Bereit? Er hat uns verfolgt. Position 2. Hier Prince von Einheit Echo. Fuck. Hier Position 2. Echo, wie ist die Lage? Isaac ist tot. Das ist ein Massaker. Echo, bitte wiederholen. Fuck, Isaac ist tot. Hat jemand von der Insel geschafft? Echo,
Ja. Anhand dieser Funksprüche können wir raushören, dass die Wolves verloren haben. Die Wolves wurden vernichtet auf der Insel. Vorsichtig, bleib nah bei mir. Die Wolves konnten die Skars nicht besiegen. Obendrein haben sie ihren Anführer verloren. An ein kleines Mädchen. Glaub, ich weiß nicht, wie echtes Gold aussieht. Yara ist badass, Alter. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Oder ich erschieße ihn auch. Mach es bloß nicht, Ellie. Hau einfach ab. Steh auf. Sofort. Tu nicht, was sie sagt. Halt die Fresse. Okay. Stopp. Stopp. Waffe runter. Waffe runter. Nein. Nein. Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freundin getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Was? Der ich mit Entdeckung. Renn mir ja nicht weg! Das ist auch so gefährlich von der Abby, ne? Die rennt hier durch den Vorhang durch und die Ellie könnte hier überall irgendwo hocken und auf den Vorhang eben. Das ist also wirklich Balls, ohne Scheiß. Die rennt einfach so in einen Raum rein, wo sie nicht weiß, wo der Gegner ist. So wie hier jetzt, ja. Aber er steckt sie einfach weg. Das wäre es nichts. Jetzt geht's los, Bruder. Steckst du?
Junge, dass sie die Dinger dodgen kann, blind, ne? Das ist jetzt so brutal. Was macht sie jetzt schon wieder? Ach komm. Zweiter Tod, Digga. Aber ich muss zum Glück doch nicht die ganze Insel machen, weil ich das Brotchapter gemacht habe. Kann ich wieder diese ganze Scheiße hier durchlaufen. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Ey, es ist... Warum? Ich spiele fast das ganze Spiel über immer souverän und dann, wenn so eine wichtige Szene kommt, scheiße ich rein. Ey, es... Das gibt es nicht mehr. Wir müssen da reinkommen. Immer wenn ich weiß, dass es irgendwas mit Permadeath oder so zu tun hat, dann mache ich Fehler. Auf Erbarmungslos habe ich das sogar easy alles hinbekommen immer. Das ist so lächerlich, ist das. Okay. An die Leiter. Bereit? Das ist wirklich das letzte Mal, dass ich diese Permadeath-Scheiße mache. Ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Diese Rotze fuckt einfach nur noch ab. Spiele ich lieber jedes Mal auf Erbarmungslos und das reicht mir. Weiß nicht, was ich da immer so rumstruggeln bin. So eine ärgerliche Scheiße. Oh Mann, Digga. Ich krieg's kotzen. Renn mir ja nicht. Also rein theoretisch wäre sie jetzt schon längst tot, ne? Komm, Alter, wir kriegen das jetzt hin. Ich will diese Scheiße hier endlich durch haben. Dass ich diese Hurentrophäe kriege. Ganz ehrlich, mach dich nicht unbeliebt. Ich schau, das juckt die überhaupt nicht.
Das muss sie gerade sagen, Digga, sie hat eine Waffe von uns beiden. Ich habe an dir vorbeigeworfen, ja? Bewegungen, was die machen, tut, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich kriege die Krise. Jedes Mal meine Güte. Jetzt wird's am schlimmsten. Jetzt kommen nämlich die Hurenminen. Jetzt hat seine platziert. Das ist auch einer. Sie platziert noch einer. Noch einer. Alter, die platziert jetzt überall Minen hin, bis ich nirgendwo mal laufen kann, ne? Alter, die macht Moves, macht die. Digga, was ist denn los mit ihr auf einmal? Alter, ich kriege hier gleich die Krise. Ohne Scheiß. Das nicht. Alter, was macht denn die, Digga?
Jetzt macht sie noch eine Mine, Alter. Schon alles vermint hier. Ich raste sowas von aus, Digga. Ich will nicht mehr, Digga. Ich will nicht mehr. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Es macht mich gerade so soldi. Erstmal müssen wir da reinkommen. Ich raste aus. Okay. An die Leiter. Bereit? Ganz ehrlich, also die dritte Phase, die ist unfair ohne Ende. Digga, die kann einfach die ganze scheiß Theaterhalle da unten verminen bis zum geht nicht mehr. Bis du nicht mehr laufen kannst und du kommst nicht hinter die, weil die sich so komisch bewegen, du Digga. Wie ein fucking Alien, Alter. Stehst du, sonst funktioniert's auch immer super. Permadeath, Digga, ist die auf einmal ein Alien oder was? Spitzenpredator, Digga. Ich hab's genau gewusst, dass ich hier wieder reinfilmen werde in diese Huren-Theater-Szene. Ich kotze diese Scheiß-Szene hier so an. Jetzt werde ich aggressiv, deswegen mache ich jetzt auch noch mehr Fehler. Weil ich schon wieder richtig wütend bin. Kommen automatisch die Fehler mit sich. Die Wichse kotzt wie so an, ohne Scheiß. Du willst Rache? Hier bin ich! Geil, Digga, die macht jetzt die Dinger auch noch kaputt. Ah!
Das ist die Taktik, okay. So muss ich es machen. So muss ich das machen, okay. Das ist nämlich das letzte Mal random passiert. Ich habe gerade dran wieder gedacht. Das ist die Taktik. In der dritten Phase wirklich direkt hinterher. Bei der ersten Mine, was sie platziert, sofort auf die Mine einen Wurfgegenstand draufschmeißen und sie dann angreifen. Da weiß ich fürs nächste Mal Bescheid. Alter, hat mich das jetzt schon wieder soldi gemacht. Ich habe genau gewusst, dass ich wieder in diesen huren Theater verrecken werde. Das ist immer dasselbe. Ich will jetzt einfach nur noch diese huren Permadeath-Trophäe haben. Nächsten Mal spielen wir von mir aus wieder auf Erbarmungslos und Gutes. Was ist los? Aber Permadeath reicht mir, ey. Ich bin so oft bei dieser Hurensehne den Permadeath verreckt. Alles gut. Das hier ist ja pro Kapitel. Ich bin ja auch schon pro Akt und so dort verreckt, ne? Da müsst ihr dann Stunden nachspielen. Ich hab keinen Bock mehr auf diesen Käse. Absolut keine Lina, Lust. Ich bin in der Küche. Absolut keine was Lust. Geht dir, klein Krümel? Hey. Danke fürs Abwaschen. Du kannst mir danken, indem du für Musik sorgst. Wie wär's mit Musik? Oh, du möchtest tanzen, hm? Sehr schön. Oh, verdammt, ja! Ich liebe diesen Song. Deine Mom ist leicht zu begeistern. Man sieht's an dir. Ich bin sehr anspruchslos. Okay. Oh, seht ihr diese Moves an? Oh, diese Moves? Ja. Oh, guck dir Mami an. Hm? Oh, wow. Das macht mich irgendwie an. Du bist schräg. Ja, ich weiß. Okay. Okay, du lenkst mich ab. Ich weiß. Okay, okay. Geh. Okay. Oh, hey, ich glaube, Olli ist noch draußen. Holst du ihn bitte rein? Ja, klar. Willst du Luft schnappen? Der, diese Tote ärgern mich gerade schon wieder so, ne? Genauso wie unser erster Tod, der auch so unnötig dumm war. Schön fest. Ich höre mir auf jedes Mal aufs Neue, werde ich mir das Ziel setzen, das Spiel durchzuspielen, ohne einmal zu verrecken. Wunderschön, oder? Das nächste Mal werden wir das hinkriegen. Weißt du was? Ich werde dir zeigen, wie man Gitarre spielt. Wenn deine Hände größer sind. Und du dir nicht mehr da unten in die Hose scheißt. Ist schon okay. Das machen alle. Goddammit.
Ich kann dir viele Geschichten erzählen. Wenn du älter bist. Ach, viel älter. Ich weiß nicht mal, wo ich anfangen soll. Kartoffel. Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. Meine Kartoffel, meine Kartoffel, meine kleine Babykartoffel. So ein großer Junge. Yeah, das ist mein Kumpel. Okay. Okay, kleiner Mann. Geh mir mal zu Mami. Schaffst du's? Ja, ich schaff das. Meinst du, er braucht seine Jacke? Nein, ihm geht's gut. Willst du es streicheln? Hier. Okay, also dann. Oh, oh, oh. Langsam, langsam, langsam. Genau so. Gut gemacht. Ja. Yeah. Hey. Hey. Ich kann ihn nehmen. Bringst du die Schafe in die Scheune? Nein, ist schon gut. Ich mach schon. Ja? Ja. Ruh dich mal aus. Okay, hier. Na also. Komm her. Kuschel dich rein. Aber bleib nicht so lange weg. Er muss noch baden. Ich bin der Superschäfer. Hört her, Schafe! Euer Essen wartet in der Scheune, also kommt mit! Snowy, Scheunenzeit! Daisy, rein da! Wow, das sind viele Schafe. Was meinst du, wie viele das sind? Zwei. Ich höre lieber auf, ich bin ganz müde. Eugene? Hey, hey, rein, rein! Todd, na, Bewegung! Ach, wir haben viel zu viele Schafe. Hey, wollen wir ein paar davon essen? Was meinst du? Leckerer Snack. Ist dir warm genug, Kumpel? Nur noch ein paar. Ich habe einen für dich. Wie heißt das leiseste Tier auf dem Hof? Schaf. Wenn du älter bist, wirst du diese Witze schon zu schätzen wissen. Okay, einer noch. Steht ein Schaf und ein Rasenmäher auf einer Wiese. Sagt das Schaf, Mäh. Digga. Und der Rasenmäher, du hast mir gar nichts zu sagen. Ja, Mom gefällt dir auch. Okay, Schafe, wir sehen uns morgen. Hey, wo kommst du her? Hallo, kleiner Freund. Thank you.
Atmen, atmen. Ich kann nicht. Okay. Ich kann nicht. Ich nehme ihn, okay? Na komm. Komm her. Komm schon raus. Ist okay. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was. Ich hab nur die. Keine Aufregung mehr. Hey du, mit wem bist du hier? Hey, wo warst du? Jagen. Hat länger gedauert, als ich dachte. Wer ist da? Komm, einfach rein. Du hast ja einen ganz schönen Griff. Hey, Tommy. Da bist du ja. Hier, ich nehme ihn. Komm her, Großer. Und zurück zur Mama. Ja. Oh, es geht schon, es geht schon. Hey. Hey. Schön, dich zu sehen. Ja, gleichfalls. Er wird immer schwerer. Heiß. Er besteht aus lauter Muskeln. Bei euch alles gut? Wie geht's, Maria? Oh, ihr geht's gut. Wir nehmen eine Auszeit. Ach, das tut mir leid. Nein. Wir haben lange drüber geredet und wir wollten es beide so. Okay. Oh, setz dich. Ich will dir etwas zeigen. Also, ich habe monatelang meine Fühler ausgestreckt. Und dann kam dieser neue Typ zu mir. Und erzählt mir von einer Frau, mit der er gehandelt hat, auf seinem Weg durch Kalifornien. Er sagt, sie war stark wie ein Ochse. Und sie hatte einen Jungen bei sich mit vernarbtem Gesicht. Und dass sie an dieser Küste leben, auf einem Segelboot. Genau hier. Das muss sie sein. Das ist abgehakt, also. Ich kann nicht gehen. Ich weiß. Okay.
Es ist wohl leicht, sie zu vergessen. Wenn man es sich hier draußen bequem macht. Ich lass sie büßen. Tommy. Das hast du gesagt, als wir wieder nach Jackson kamen. Tommy. Wie erbärmlich. Kannst du ihn bitte nehmen? Ja. Ja. Alles gut, alles gut. Hey! Was zum Teufel war das? Nichts. Scheiße, Tommy, du weißt, was wir durchgemacht haben. War dir das? Sie hat mir ihr Wort gegeben. Das ist mir scheißegal. Das merkt man, Dina. Das ist ein gottverdammtes Problem. Hör mir mal zu. Oh ja, ich höre dir ganz gespannt zu. Alright, alright. Jetzt haben wir dann nur noch Santa Barbara. Das müssen wir dann nochmal schön makellos hinbekommen. Ja, und dann sind wir durch. Und da werde ich erstmal für Part 2 eine Pause machen, wie ich ja schon erwähnt hatte. Da werde ich irgendwann mal in nächster Zeit dann nochmal Part 1 spielen. Dort die nächste Staffel mal reingehen. Das dann wahrscheinlich auf Survivor Plus oder Barmungslos, mal gucken. Dann versuchen wir mal dort auch unser Bestes wieder. Weil auf dem ersten Teil habe ich echt schon wieder Bock, ne? Ich hasse sowas. Wem sagst du das? Dein Alter hat mich heute zur Brust genommen. Um was ging's? Wieder eine Predigt über meine Patrouillen. Geh nicht hierhin, geh nicht dahin. Komisch, wie engagiert er immer ist, wenn du eingeteilt wirst. Ja. Sie macht eine richtige Show draus. Ich gebe euch beiden 2 Wochen, dann seid ihr wieder zusammen. Wohl kaum. Hat sie was zu dir gesagt? Sagen wir 1 Woche. Ellie! Hey! Wo hast du gesteckt? Jetzt bin ich ja hier, oder? Dina? Jesse? Komm mit. Hey, denkt dran, dass wir früh los müssen, also ruht euch aus. Ja, Sir! Du bist so ein Arsch. Ach komm, fang du nicht auch noch an. Okay, ich habe eine sehr ernste Frage an dich. Wie schlimm rieche ich? Wie ein dampfender Müllberg? Oh, okay. Oh. Wie ist das? Eklig.
Dir gefällt's doch. Jeder Kerl hier drin starrt dich gerade an. Vielleicht starren sie auch dich an. Unsinnig. Vielleicht sind sie eifersüchtig. Ich bin nur ein Mädchen. Keine Bedrohung. Ach, Ellie. Ich glaube, sie haben Grund, dich zu fürchten. Das ist ein Familienfest. Sorry. Tut uns leid. Denk nächstes Mal dran, wenn Kinder da sind. Ja, weil du ja so ein tolles Vorbild bist. Genau das hat uns noch gefehlt. Noch eine vorlaute Lesbe. Was zur Hölle hast du da gesagt? Ellie, lass gut sein. Piss dich gefälligst. Hände weg von mir. Hey. Es reicht. Komm mit, Beine vertreten. Was ist mit denen? Kümmer dich um dich selbst. Los, gehen wir an die frische Luft. Alles okay, Kleine? Was ist los mit dir? Er hatte nicht das Recht. Und du etwa? Scheiße, ich brauche deine Hilfe nicht, Joe. Okay. Gott, jedes Mal. Digga, ich spiele dieses Spiel schon zum 100.000. Mal und jedes Mal tut mir das immer so weh, das anzuschauen. Das ist so scheiße von Ellie, wie sie den Joel behandelt hat. Es tut mir leid. Ganz ehrlich, wäre ich Ellie gewesen und er hätte mich gerettet, ich wäre dankbar gewesen. Ich wäre wirklich dankbar gewesen. Aber sie hat es halt echt ein bisschen übertrieben. Das ist so eigentlich was Schönes. Der Mann sieht die Ellie halt wie seine eigene Tochter. Und sie ist immer noch wütend wegen der Scheiße. Also irgendwann reicht's dann auch mal. Ewig her, dass er so lange geschlafen hat. Hm? War ein langer Tag. Ja. Er ist okay. Komm ins Bett. Wir reden morgen darüber, okay? Ich muss es beenden. Du bist Tommy nichts schuldig. Ich kann nicht schlafen. Nicht essen, ich. Ich bin nicht wie du, Dina. Was? Meinst du, mir fällt das leicht? Für dich und für ihn halte ich durch. Naja, ihr fällt schon leichter, ganz ehrlich. Lass mal schon mal ehrlich sein. Bleib. Die kann das sie so nachfühlen wie Ellie. Ich kann nicht. Und jetzt? Soll ich hier rumsitzen und auf dich warten? Für wer weiß wie lange, während du die ganze Zeit über tot sein könntest? Ich hab nicht vor zu sterben. Ach ja? Tja, Jesse auch nicht. Oder Joel. Böse. Hey, warte. Hey. Hey, komm schon. Wir sind eine Familie. Sie kann doch nicht wichtiger sein als das. Ich mach das nicht nochmal. Das liegt bei dir. Okay.
Auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwann mal wieder reingehen, in den nächsten Blade Ruin Part 2, dann werde ich vorher auf jeden Fall auch wieder eine Umfrage machen, welche Outfits ihr sehen wollt. Skins. Da habt ihr ja fleißig abgestimmt. Ich versuche dann immer die noch zu nehmen, die wir noch bisher noch gar nicht hatten. 2-4, 2-5, Constance. 2-4, 2-5, Constance. Okay, Constance. Jetzt müssen wir nur... Oh, in dieser Straße waren wir schon letzte Woche. Dass du wirklich dafür eine Pistole eingetauscht hast. Es ist eine Spur. Nie im Leben hat der Typ hier Fireflies gesehen. Hör auf. Ich habe dabei ein gutes Gefühl. Tja, ich aber nicht. Komm schon. Auf der Seite ist es nicht. Alle gerade. Wachsam. Suchen wir weiter nach dem Haus. 24, 25. Sehr gut. Mal sehen. Constance. Wir sind da. Okay, aber... Das wissen wir noch nicht. Lev, ich glaube, wir sind hier fertig. Nein, warte. Was gefunden? Kratzer. Kusch. Hallo? Hier war schon lange keiner mehr. Bestimmt Solarstrom. Oh. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht... Siehst du irgendwo ein Rufzeichen? Ein was? Eine Liste mit Zahlen und Buchstaben. Hm. Scheiß drauf. Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Bitte komm. Ist da draußen jemand? Was ist das? Das sind Frequenzen. Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara. Ist da draußen jemand? Sind das andere Firefly-Außenposten? Ich weiß nicht. Kann mich jemand hören? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hier spricht Abby aus Santa Barbara.
Hallo? Hallo? Nutzt gerade jemand diese Frequenz? Hallo, hier spricht Abby aus Santa Barbara. Kann mich jemand hören? Wenn mich jemand hören kann, bitte antworten. Bitte komm. Hi, Abby. Wir hören dich klar und deutlich. Von wo in Santa Barbara meldest du dich? 2425 Constance. Wir haben von dieser Basis gehört, aber hier ist niemand. Wir suchen Fireflies. Ich bin ein Firefly. Wo warst du stationiert? Ich gehörte zum Salt Lake Außenposten. Wer hat die Einrichtung geleitet? Dr. Jerry Anderson. Er war mein Dad. Geil, das auch ist, dass im Hintergrund auch die Melodie vom ersten Teil laufen tut, ne? Wir haben alle von den Außenstellen zurückgerufen und wieder zum Hauptquartier gebracht. Wie viele von euch sind dort? Ungefähr 200 Leute. Jeden Monat werden es mehr. Owen hatte recht. Bald kommen noch zwei dazu. Wie finden wir euch? Kommt zu Catalina Island. Geht zu dem großen Kuppelbau in Avalon. Wir finden euch. Okay. Okay, wir sehen uns bald. Ende. Ich freue mich drauf. Viel Glück, Abby aus Santa Barbara. Over. Komm, wir gehen zurück zum Segelboot. So. Ja, dann geht's die nächste Folge weiter. Lief ja eigentlich, ja, sind wir mal ehrlich, scheiße. Diese Theaterkacke, die fuckt mich immer noch ab. Das sitzt wieder tief. Jetzt haben wir schon 3 Tote insgesamt, aber alles in allem trotzdem immer noch gut dafür, dass wir auch schwer plus spielen. Nächstes Mal versuchen wir es dann besser zu machen. Und ja, nächste Folge geht's dann weiter. Ich denke mal noch 2 Folgen. 1 oder 2, dann sind wir durch. 2, sag ich mal. Ich glaube, 2 sind es noch. Ja, und dann sind wir erstmal durch mit Part 2. Bis dorthin auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Haut rein. Euer World Gamer YouTube. Ciao.